Heute ist mal wieder Basteltag. Und zwar ist heute der Einbau eines DC-DC-Konverters für unseren Lüfter. Für diesen Lüfter geplant. Und zwar bauen wir dort diesen Konverter ein. Das ist ein Bauerkonverter. Technische Daten schreibe ich in die Videobeschreibung. Und der hat Kühlkörper, wie man unschwer erkennt. Kühlkörper. Die sollen dafür sorgen, dass, falls der Lüfter mal eine längere Zeit mit volle Pulle läuft, dass dann auch die Wärme abgeführt werden kann. Und das Ganze soll jetzt bei uns im Wohnmobil da oben rein. Und zwar ist es so, dass die Techniker, die den Lüfter eingebaut haben, hier oben den Strom hergeholt haben, hier einen kleinen Schacht gebaut haben und da hinten die Leitung durchgelegt haben. Und damit dann stabile 12 Volt, an den Lüfter geliefert werden, bauen wir jetzt hier oben einen entsprechenden Konverter ein. Und das, damit fangen wir jetzt an, diesen Schacht abzubauen. Soweit erstmal, los geht's. Ja, und oh Wunder, hier sind jede Menge Kabel drin und da kommt der Strom für unseren Lüfter her. Und zwar über dieses Kabel, der ist hier an dieser Stelle angeschlossen und genau dazwischen, da wollen wir jetzt den Konverter anschließen, den bauen wir hier oben rein. Und dann kommt das Kabel dazwischen. Okay, das gucken wir uns jetzt mal an und dann muss ich noch ein paar Quetschverbinder suchen und dann zeige ich euch das gleich. So, wir setzen den Konverter da oben rein und kleben ihn mit Nanotape fest. Ich habe das schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr seht, dass ich da schon Anschlüsse dran gemacht habe. Und zwar die oberen beiden Kabel, der schwarze und der rote, das sind die Eingänge für den Konverter. Und die unteren beiden sind die Ausgänge. Und da habe ich schon entsprechende Anschlüsse dran gemacht, sodass wir das jetzt gleich umklemmen können. Bedeutet, die beiden Stecker da oben, der schwarze und der rote, die machen wir jetzt ab. Und stattdessen kommen die beiden schwarzen und roten da dran. Das ist der nächste Schritt. Ui. So, jetzt kommen die beiden hier ab. Drauf. Der schwarze kommt ab. Und dafür kommt der schwarze da drauf. So. So. Somit haben wir dann hier jetzt eine Verbindung geschaffen. Und jetzt müssen
die beiden hier abisoliert werden, müssen hier dran angeschlossen werden. Das heißt, die beiden werden jetzt damit verbunden. Und damit wir Plus und Minus nicht vertauschen, messen wir das gleich einmal durch, damit wir da keinen Fehler machen. Los geht's! So, wir wollen jetzt den Lüfter anschließen. Wir haben jetzt hier oben, ich hoffe, das kann man erkennen, den Konverter angeschlossen. Das ist also der Eingang hier rein. Das ist der Ausgang. Und jetzt habe ich hier das Messgerät angeschlossen. Und das Messgerät zeigt 12 Volt an. Das ist ja auch gewollt, dass hier stabile 12 Volt nur rauskommen, damit der Lüfter nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und jetzt müssen wir dieses Kabel da anschließen. Und damit wir da keine Verpolung reinbekommen, habe ich jetzt sicherheitshalber nochmal gemessen. Und das heißt, der gelbe ist der Plus und der schwarze ist die Masse. Und so schließen wir das jetzt auch an. Der rote ist der Plus, der schwarze ist die Masse und so kommt das da jetzt ran. Das ist der nächste Schritt. So ist es jetzt angeschlossen. Denkt bitte dran, dass ihr für Wohnmobile bitte immer nur die Barco-Klemmen mit der Nummer 221 verwendet, weil die für flexible Kabel geeignet sind, auch ohne ADN-Hülsen. Ansonsten kriegt ihr da Probleme. Ja, also immer Wago 221 verwenden oder halt Quetschverbinder, wenn ihr das lieber mögt. So, dann muss ich hier oben den Kabelkanal wieder ranmachen, den Schacht wieder ranbauen. Vorher natürlich einmal den Lüfter ausprobieren. Das machen wir jetzt. Einmal den Lüfter probieren. Ich mag euch unser Wohnmobil gar nicht zeigen. Wir haben ja hier mehrere Projekte am Laufen. Zum einen haben wir ja dieses Projekt mit den Betten. Das haben wir auch schon soweit beendet, dass wir euch da auch demnächst eine Information geben können, wie wir jetzt unsere Schlafqualität verbessert haben. Und deswegen steht jetzt hier im Moment noch eine Matratze im Wohnmobil. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir wollen jetzt gucken, ob der Lüfter läuft. Und wie man unschwer erkennt, läuft der Lüfter und sicherheitshalber machen wir da jetzt auch mal ein bisschen mehr Wind. Jetzt läuft er auf 100%. Jetzt lassen wir ihn da mal ein bisschen laufen, damit wir sicher sind, dass es da keine Probleme gibt. Und dann bauen wir das hier alles wieder zusammen und dann haben wir das Problem mit dem Schaden, das also durch die Lithium-Batterien Schäden entstehen können. Das haben wir dann auch im Griff. Dazu gibt es Folgendes zu wissen: Diese Schäden werden voraussichtlich nur dann entstehen, wenn zufällig der Lüfter an ist und unter Strom ist und gleichzeitig ein Ladepeak, also bei einigen Batterien liegt diese Spannung bei 14,6 Volt. Das ist nicht gut für den Lüfter. Das heißt, wenn 14,6 Volt vom Ladegerät oder vom Booster zur Verfügung gestellt werden, um die Batterie vollzuladen und zeitgleich der Lüfter läuft, dann könnte der Lüfter damit einen Schaden nehmen. Ich glaube nicht, also das ist meine persönliche Meinung, bitte. Es ist immer besser, diese Schaltung hier reinzubauen. Solange die Lithium-Batterie mit der normalen Spannung arbeitet, nämlich so 13,5 Volt, 13,6 Volt, das ist ja die normale Spannung, die die Batterie im vollgeladenen Zustand hat,
sollte es eigentlich bei dem Lüfter keine Probleme geben. Aber sollte, ihr seht ja, wir haben jetzt auch sichergestellt, dass wir den Lüfter nicht kaputt machen. Die Investition hält sich in Grenzen. Ich glaube, der Konverter kostet ungefähr 20 Euro. Verlinken tue ich euch das in der Videobeschreibung. Und dann die Montage ist natürlich von Wohnmobil zu Wohnmobil unterschiedlich. Hier bei uns im Pilot hat der Monteur halt den Strom von hier oben geholt. Und deswegen ist es auch einfach, dort oben den entsprechenden Konverter einzubauen. Bei anderen Wohnmobilen muss man gucken, wo die Spannung herkommt und dann dort irgendwo dazwischen dann den Konverter da einbauen, sodass dann nur noch stabile 12 Volt kommt. So, wir gucken mal, jetzt lief der Lüfter ja eine Zeit lang unter Volllast. Oh, jetzt wackelt das ein bisschen, tut mir leid. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir schauen mal, ob hier irgendwas warm wird. Ich habe extra, es gibt diese Geräte mit Kühlung und ohne Kühlung. Ich habe jetzt extra einen gekauft, der ein bisschen mehr Oberfläche hat, der also auch ein bisschen Wärme abgeben kann. Obwohl natürlich hier oben im Schrank es nicht so ist, dass hier jetzt wer weiß wie viel Luft rankommt. Nichtsdestotrotz habe ich mich damit wohler gefühlt. Außerdem muss für die Leistung, die der Lüfter hat, natürlich mit 12 Volt genügend Ampere zur Verfügung gestellt werden. Also der Konverter muss genügend Leistung dauerhaft liefern können, um den Lüfter zum Laufen zu bringen und laufen zu lassen. Das ist ja klar. Also, ich baue jetzt alles wieder zusammen. Ich lasse den Lüfter währenddessen ein bisschen laufen, damit ich sicher bin, dass nachher alles in Ordnung ist. Und dann hole ich euch zum Abschluss nochmal dazu. So, jetzt haben wir den Schacht wieder zu. Das hat eine ganze Weile gedauert, weil diese kleinen Schrauben da reinzufummeln, das ist immer nicht so ganz einfach. Während der ganzen Zeit lief der Lüfter unter Volllast. Keine Wärmeentwicklung, kein nichts, kein gar nichts. Also läuft, funktioniert, alles so wie. Und somit ist das Projekt abgeschlossen.